Ja, euch noch einen wunderschönen, angenehmen guten Tag. Ich möchte hier noch etwas zum dem Thema Freiheit und Entscheidungen auch noch erklären. Aber vorher müssen wir noch über dieses lang und mühselig ersehnte Thema sprechen. Hier geht es darum, um diese PCR-Tests für Geimpfte, wenn sie auf Konzert gehen wollen. Also, ich lehne es kategorisch ab, dass man geimpfte Menschen noch weiter quält. Die lassen sich eh schon fast alles ergehen, aber irgendwann muss auch einmal Schluss sein und man kann hier nicht tatenlos zusehen, wie Geimpfte gebrandmarkt werden, segiert werden, geärgert werden. Und noch einmal, ich lehne es kategorisch ab, dass man Geimpfte weiter quält. Und man sollte wirklich einmal bedenken, dass die Geimpften eh alles gemacht haben, was die Regierung wollte. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr traurig, dass man so mit Menschen umgeht. Ja, und man sollte wirklich einmal auf den Tisch klopfen und sagen, so, es reicht. Aber so viel noch dazu. Und ich möchte jetzt wirklich mal über Entscheidungen und Freiheit sprechen, weil anscheinend entscheiden schon andere Menschen über andere Menschen. Und das ist auch nicht so hinzunehmen. Vorschläge ja, aber Entscheidungen, die kann sich der Mensch selber entscheiden. Und ich finde, heute in der Kälte herumzusitzen, bei nicht einmal 20 Grad, halte ich für unangebracht. Und ich sage klar und deutlich, wenn Sie gerne draußen frieren wollen, bitte, aber ich definitiv nicht. Es reicht schon, wenn in der Nacht es für mich kühler wird. Da brauche ich definitiv am Tag nicht draußen sitzen und mir reicht die Nacht der Kühle eigentlich total aus, um den Körper den Ausgleich zu geben. Und ich kann definitiv dazu noch sagen, es ist wirklich schade, dass man den Menschen den Vorschlag nicht lässt. Es ist ja so unter Motto, eher dumm, eher nichts entscheiden dürfen. Und so bitte nicht. Ich habe auch meine Prinzipien und die sollte man vielleicht auch akzeptieren und verstehen. So viel dazu, euch noch alles Gute beim Video schauen. Tschüss.